da die andere Kamera aktuell Probleme macht. Heute nur mit einer Kamera, aber ich glaube, die meisten von euch wollen eh nur die Karten sehen. Deshalb, heute wird die Paldea, wie heißt das? Entwicklungen in Paldea Box hier geöffnet. Und das heißt, dieses hübsche Gesicht werdet ihr gleich nicht mehr sehen, aber dafür eine Menge Karten. Los geht's. Oh, ein kleiner Schnitt. Und das Plastik kommt ab. Dann kommt die eigentliche Box raus. So, wir haben mal wieder das Heftchen, wie immer, wo das ganze Set aufgeführt wird. Eine kleine Checklist, wenn man so will. Mit unnötigerweise, das finde ich ja, muss ich ja mal so ein bisschen ranten hier, diese Karten ganz hinten immer, von denen man genau weiß, dass sie unmöglich alle zu kriegen sind, es sei denn, man kauft sie alle einzeln. Und es sind so viele mittlerweile, in jedem Set sind hier zig Karten darin, von denen man weiß, okay, die werde ich niemals zu Gesicht bekommen. Aber gut, so ist das, so verdienen die eben einen Haufen Geld. Jetzt aber zur Box. Der Trenner ist wieder so komisch angehoben. Und dann haben wir hier die bekannten Inhalte. Die Booster. Kommen wir direkt beiseite. Ein Set, das ich Entwicklung von Paldea, ich glaube, noch gar nicht habe. Eventuell war in einer Box waren mal einzelne Booster drin, aber nicht viel. Wir haben mal wieder die Schadenswürfel. Feuer und Gift Tokens. Dann haben wir hier so Trenner. Immer nützlich. Gerade je mehr Sets kommen. Und eine wirklich hübsche Promokarte. Spezifisch für diese Box. Die gefällt mir ganz gut. Das ist, ich mag den Stil auch. Das Pikachu sieht nicht so generisch aus, wie man es so kennt. Man sieht ganz klar, dass hier ein Stil von einem Zeichner rüberkommt und es nicht einfach nur irgendwo abgemalt ist. Die Pokémon haben alle Charakter. Sieht wirklich hübsch aus. Gefällt mir gut. Eine Pikachu-Karte, trotz der drei Starter. Und was kann es so? Ein gemeinsames Abenteuer. 3 Energie für einen Pikachu-Angriff. 30 plus. Für jedes Pokémon auf deiner Bank 10 Schadenspunkte mehr. Also 3 Energie sind dafür aber ein bisschen viel, muss ich sagen. Aber gut, das ist sowieso keine Karte, die ich irgendwie einsetzen würde. Die ist einfach nur hübsch. Deshalb kommt die jetzt erstmal direkt hier hinten hin, damit wir sie das ganze Video über sehen können. Hier haben wir ein paar Energiekarten, wie immer in den Boxen. Und da ist der Code. Wird wahrscheinlich die Pikachu-Karte sein. Ich weiß nicht, ob es da noch Booster dazu gibt. Und dann haben wir hier noch Kartenhüllen, die leider immer ein bisschen zu groß sind für die Ordner, die ich benutze. So, jetzt aber zu den Karten. Das ist das Wichtigste. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich überhaupt schon einen Booster von Entwicklung für Paldea habe und ob ich eins in guter Qualität aufgehoben habe. Deshalb versuche ich jetzt die Booster wieder so ein bisschen vorsichtig zu öffnen, weil ich ja immer gerne von jedem Booster eins übrig habe, das in ganz guter Qualität am Ende bleibt. Also die Hülle, meine ich. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Soweit, so gut. Kärtchen raus. Das ist hier auf diese Weise immer ein bisschen schwierig. Yep, da sind sie. Sehr schön. Das ist doch mal sehr sauber. Cool. Haben wir das Motiv schon mal. Hier ist der erste oder der zweite eigentlich Code. So, Entwicklung in Paldea. Welchen Kartentrick haben wir da? Nur eine, okay. Müssen wir das so langsam mal merken können eigentlich. So, ein Kampfenergie. Pamo. Ganz niedlich ist aber dieser Stil. Ist nicht so meins, muss ich sagen. Sieht auch ein bisschen zusammengedrückt aus irgendwie. Lavita, sehr einfacher Stil. Sankabu, so ein bisschen 3D gerendert. Ja, ist okay. Tarundel.
Interessanter Stil, nicht unbedingt meins, aber trotzdem ganz hübsch eigentlich. Morbitesse. Einfach ein kackhässliches Pokémon. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Kriosbino, das ist ein Pokémon, wo ich dachte, als ich das entwickelt habe, das sieht cool aus. Das Design ist cool, das könnte ein richtig cooles Pokémon sein. Offensichtlich soll es Godzilla so ein bisschen darstellen. Und ich dachte, die Weiterentwicklung, oder beziehungsweise die Weiterentwicklung sieht vor allem wie Godzilla aus. Dieses sieht noch ein bisschen mehr aus wie ein Spinosaur. Hätte sehr viel cooler aussehen können, die Weiterentwicklung. Die hat mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Aber ist schon okay. Pino, okay, whatever. Pilippa, auch sehr einfacher Stil als Reverse Holo. Saltigant sieht schon ein bisschen cooler aus, einfach durch die Perspektive und die Lichteffekte. Als Reverse Rare, sehr cool. Und die erste Holo-Karte ist Lextremo. Cooles Bild, einfach weil Perspektive und es passiert was drauf. Es gibt einen Kick, einen Angriff. Das Pokémon ist etwas zu dunkel, finde ich. Dadurch ist es ein bisschen schwieriger, die Details zu erkennen. Aber irgendwie passt das auch zu dem Vieh selber, zum Design. Ganz cool. Next. Hier auch wieder der Versuch, das einigermaßen heile zu lassen. Möglichst jedes Motiv einmal. Soweit, so gut. Na komm. Das sind nicht alle. Damit ist er. Sehr schön. Das funktioniert ja richtig gut heute. Code falsch rum. Muss reichen. So. Weiter geht's. Electro Energy. Botogel, auch ein sehr einfacher Stil. Wirkt so hier so ein bisschen South Park Style. So 2D Animation. Aber ganz, ganz süß. Hibiskus, auch niedlich, aber sehr einfach. Nebeldeck sieht schon wieder cooler aus, da passiert was drauf, es sind nicht einfach nur gerade Linien, man hat hier so ein bisschen Wellen in diesen Fingern. Ein Angriff, gute Perspektive. Das Pokémon selber ist halt ein bisschen unspektakulär, aber grundsätzlich ist das schon mal ein netteres Bild als viele andere. Okay, whatever. Farigiraf, komisches, dämliches Pokémon, aber... auch hier, schönes Bild. Schöne Details, der Hintergrund ist auch sehr gut. Das gefällt mir. Das Pokémon nicht so, aber... oder das hier. Guck mal, wie das aussieht. Sieht so viel besser aus. So ein viel besserer Stil. Da sind Details, da ist ein... Es sieht nicht einfach nur aus wie mal schnell hingerotzt. Sehr schön. Sehr cool. Mit hier der Akademie im Hintergrund. Pokécenter da unten. Nice. Colossand wieder ein bisschen einfacher. Es wirkt ein bisschen klein auf dem Bild irgendwie. Ach so, jetzt stapel ich hier gerade alles auf den Holo-Stapel da. Hier gehört da nicht hin. Weg da. Weg da. Weg da. So, du bleibst stehen. Okay. Genau, Colossand war eine Reverse Holo nämlich. Genauso wie die unheilvolle Einöde. Und Zubiris ist die nächste Holo Rare. Auch ein bisschen einfach vom Stil her. Cooles Pokémon, hätte man was draus machen können. Aber nein. Entwicklung von Paldea war ja auch ein Set, was ich bis jetzt... das war nicht so gut. Das lassen wir direkt. Was ich bis jetzt noch ausgelassen hatte, weil es tatsächlich nicht so viele schöne Karten gibt in dem Set. Es gibt sehr schöne Karten, aber halt nur ein paar. Und da muss man Glück haben, dass man die findet. Gerade natürlich bei den Secret Rares ist ja immer so, da haben sie die schönsten Karten drin. Mal schauen, ob da eine dabei sein wird heute. So. Paldea Felino, das ist auch mal so eine regionale Form, die ich ganz gern mag. Es wird nicht zu stark verändert.
Die Weiterentwicklung sieht dafür anders aus. Ist einfach ganz niedlich gemacht. FM, auch schöner Stil. Passt gut zum Pokémon, der Hintergrund. Haben sie sich was Nettes überlegt. Schick. Madribi wieder einfacher. Lumispross auch. Hätte man als neues Pokémon auch mal was Schöneres mitmachen können. Das haben wir schon. Das finde ich auch vom Design her ziemlich kacke, muss ich sagen, das Pokémon. Also hätte man wesentlich mehr draus machen können. Sieht so ein bisschen steif aus. Aber vom Stil her gefällt es mir. Auch hier wieder, ihr habt es ja wahrscheinlich schon tausendmal von mir gehört, Lichtschatten. Pokémon liegt im Schatten des Baumes, man sieht das Licht, was durch die Blätter durchkommt. Das ist sehr schön, das sieht einfach realistischer aus dann. Das sieht irgendwie ein bisschen derpy aus. Mir gefällt das Stil natürlich insofern, als dass was passiert. Aber das hier ist das Pokémon selber tatsächlich, sieht einfach ein bisschen seltsam aus. Aber immer noch besser als die meisten anderen Karten. Azumarill als Reverse, sehr schön, einfach ein niedliches Pokémon. Leider passt es nicht so richtig in den Hintergrund, wenn man sich den Hintergrund hier anguckt. Der ist viel detaillierter, viel schöner gemacht als das Pokémon selber. Das ist ein bisschen schade. Hätte man auf das Pokémon ausweiten können. Planival, Reverse Holo, auch wieder ein bisschen einfacher vom Stil her, aber einfach ein niedliches Pokémon. Und Azugladis als Holo. Das ist natürlich ein Fan-Favorite, was das Design angeht. Ich persönlich bin nicht so ein Riesen-Fan von Pokémon, die aussehen wie Menschen. Aber es sieht trotzdem ganz nice aus. Muss ich zugeben. Auch wenn es nicht vom Stil des Pokémon-Designs her nicht so meins ist. Ist bei Digimon übrigens genauso. So ein paar sind nett, aber dann fängt es irgendwann an, dass man das Gefühl hat, man guckt hier Gundam Wings oder wie heißt das, wo alle aussehen wie Roboter. Das ist, finde ich, dann wieder dämlich. So. Oder wie Menschen in Rüstung, besser gesagt. Nicht Roboter. Datiri. Ja. Ich habe das Gefühl, da ist wieder einer, da hat einfach einer keine Fantasie gehabt. Mach doch was mit dem Pokémon, lass es doch irgendwas tun. Wollte aber gut, da kann man nicht so viel mitmachen, muss man zugeben. Tropius, auch ein bisschen einfach vom Stil her, aber trotzdem schön. Klare Farben, feine Lineart, wo ich ja auch immer, was ich ja immer gut finde. Kann ich mich nicht beschweren, muss ich sagen. Ganz nett. Die Charaktere interessieren mich überhaupt nicht. Feliospa, ah ja genau, das habe ich nämlich schon, also habe ich tatsächlich ein, zwei Booster davon schon geöffnet. Das sieht cool aus, das ist ein richtig guter Stil. Sehr schön. Sowieso auch ein Pokémon, das insgesamt sehr beliebt ist. Zwiebs, sehr einfaches Pokémon, sehr einfacher Stil, aber ganz niedlich gemacht. So ein bisschen wasserfarbenartig. Kubita, sehr einfach, das gefällt mir nicht. Die Lineart ist dick. Dicke Lineart ist nicht mein Ding. Ist einfach so. Sorry. Und die Weiterentwicklung Despotar, wo ist direkt? Da wird direkt gezeigt, was hier falsch gelaufen ist. Die Lineart ist besser. Schatten und Licht sind relativ vergleichbar. Und daran sieht man, dass die Lineart selber so einen riesen Unterschied macht. Rechts sieht es nach Comic aus, links sieht es realistisch aus. Sehr viel besser. Richtig coole Karte. Sehr schick. Bisher aber noch nichts Außergewöhnliches. Welche waren nochmal die nicht funktioniert? Oh, das habe ich noch nicht. Also. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das Set finde, muss ich sagen. Oh, ich wollte ja gar nicht aufmachen. Na, jetzt habe ich ein bisschen mehr Raum geschaffen, das ist vielleicht gar nicht schlecht. So. Go da wieder falls rum. Eine nach vorne. Und weiter geht's. Mit Frostpino. Was. Ja, wie finde ich das? Also, sie haben ja hier versucht, dem Vieh so ein bisschen Struktur zu geben durch diesen Stil.
was ganz gut ist, weil es dadurch realistisch aussieht. Aber das ist halt auch, man muss allerdings auch sagen, dass die, das Design von den Pokémon nicht so viel möglich macht, das cool aussehen zu lassen. Es sieht halt ein bisschen derpy aus. Aber schöner Hintergrund. Stil von Pokémon gefällt mir. Grundsätzlich kann man sich da nicht beschweren, außer bei demjenigen oder derjenigen, die das Pokémon designt haben. Felori sehr einfach, aber süß. Geht immer. Magnetilo, interessanter Stil. Ich mag es ja eigentlich lieber, wenn es ein bisschen realistischer aussieht und nicht so gemalt halt, wie es hier aussieht. Aber irgendwie gefällt mir der Stil. Sieht ganz cool aus. Das hatten wir schon. Bamibs, sehr schön, haben wir das auch. Auch hier wieder ein bisschen einfacher. Aber ganz niedlich, Famibs mit nur einem Kind. Es gibt es ja auch noch mit zwei Kindern. Ich weiß nicht, ob es die Karte dazu gibt, aber müsste es eigentlich. Safagita vom Stil her nicht so meins, muss ich sagen. Blip. Ganz schön. Reverse Holo nehme ich. Pamomamo. Bescheuerte Entwicklungsreihe, muss man einfach so sagen. Es ist einfach, die ganze Entwicklungsreihe ist einfach nur ein Pamo, das größer wird. Aber der Stil von der Karte gefällt mir sehr gut. Es passiert was, das Vieh hat sogar ein Gesicht, also eine Mimik, wenn man so will. Es ist actionreich. Gefällt mir gut. Sehr schöne Karte. Und Gran Forgita. Ja, ist okay. Es sieht einfach aus wie ein Screenshot aus einem Anime. Ist in Ordnung, kann man machen. Aber immer noch nichts Besonderes. Jetzt wird es aber mal langsam Zeit. Hier nochmal ein Booster, was ich noch nicht habe. Das versuche ich nochmal. Vorsichtig. Ah, nicht perfekt. Zack. Darkoot. Einer nach vorne. Hier nicht alles durch die Gegend werfen. Und weiter geht's. Mit einer Kampfenergie. Absprosse, super einfacher Stil. Langweilig. Dummiesel auch. Aber Dummiesel ist halt auch einfach ein langweiliges Pokémon. Das passt ja fast dann dazu. Die hatten wir alle. Geht jetzt schon was schneller. Pamamo, nice. Haben wir die ganze Entwicklungsreihe. Und lustigerweise, wenn ich sie jetzt gerade alle zur Hand hätte. Gucken, ob ich Pamo gerade hier irgendwo sehe. Nicht direkt. Sieht man hier wirklich so eine Verbesserung des Stils von einer Entwicklungsstufe zur nächsten. Pamo war ja wirklich ein bisschen lame vom Stil her. Pamamo direkt ein bisschen besser. Das Pokémon selber sieht so ein bisschen nach ja, wie das Screenshot aus einem Anime aus. Aber es passiert was. Es hat Mimik, es bewegt sich, es macht eine Attacke. Wir haben die Elektroeffekte, da passiert was auf dem Bild. Und dann, also schon mal ein Fortschritt. Und der nächste Fortschritt wäre dann zu der letzten Entwicklungsstufe. Was einfach nochmal, da ist Schatten und Lichteffekt nochmal besser, nochmal realistischer geworden. Auch bei den Elektro-Effekten, obwohl die sich noch relativ ähnlich sind. Aber es ist direkt nochmal eine Stufe besser. Also da wird es wirklich von einer Entwicklungsstufe zur nächsten, wird das Stil besser. Das ist dann wieder irgendwie ganz nett, das macht das Ganze wieder kreativ. Forgita ist Reverse, haben wir auch komplett dann die Entwicklungsreihe. Hässliches Vieh. Adebomb, ja, ist halt auch wieder so ein Wasserfarben-Stil, ne? Ich finde, man hätte es wäre schöner gewesen, wenn es das nicht wäre. Ich bin da kein Riesenfan. Und da ist die erste besondere Karte. Hoffentlich nicht die letzte. Lashoking X. Voll am Glitzern und am Funkeln. Zwei Sterne da unten. Doppel-Rare, Dual-Rare. Keine Ahnung, wie die heißen. Terra-Kristall. Lashoking X. Sieht ganz fancy aus. Ich finde bei den Kristallen immer so ein bisschen schade, dass die Details dadurch halt weggehen. Was kann der denn? 270 KP, tiefes Wissen 30. Das aktive Pokémon des Gegners ist jetzt verwirrt. Verwirrung finde ich super. Spiele ich einfach sehr gerne mit. Ich bin nicht unbedingt sehr kompetitiv in diesem Spiel. Ich mache mir grundsätzlich nicht die Decks, die alle anderen gerade benutzen, einfach nur, weil ich gerne Spaß mit dem Spiel habe und gerne irgendwelche Decks
bastel, mit denen ich die Leute ein bisschen nerven kann. Da ist Verwirrung sehr gut für. Und Weise Kopfnuss, 130 für 2 Energie. Du kannst dein Deck nach 2 bis zu 2 Karten durchsuchen und sie auf deine Hand nehmen, misch anschließend dein Deck. 130 für 2 Energie ohne wirklichen Nachteil, sondern auch noch mit bemerkenswertem Vorteil. Das ist ziemlich gut. Ich meine, es ist jetzt kein Pokémon, auf das man ein Deck aufbauen kann, weil es hat jetzt keine krassen Fähigkeiten, die irgendwie wichtig wären oder auf denen man aufbauen kann. Also es ist einfach ein starkes Pokémon. Also das kann man durchaus einsetzen, wenn man irgendwie ein Psycho-Deck macht oder so und man muss noch irgendwas unterbringen. Würde ich das nehmen. Sehr cool. Das habe ich schon. Also die Hülle. Plopp. Das kann weg. Da ist der Code. Eins nach vorne und weiter geht's. So. Geo Sali. Sehr einfacher Stil. Ist aber auch einfach ein sehr einfach designtes Pokémon, muss man sagen. Shinox, nicht mein Stil. Kann man besser machen. Mikrik. Auch wieder dieser Wasserfarben-Stil. Ich weiß nicht, ist nicht meins. Aber vor allem ist es hier halt auch wirklich so, dass, also generischer geht's gar nicht. Das Vieh ist einfach in seiner generischsten Pose ever. Mikro auch einfach, aber hier passiert wenigstens was. Es gibt einen Hintergrund, es gibt Perspektive. Schon wesentlich besser. Das haben wir schon. Hypnomorber, auch kackhässlich. Die ganze Entwicklungsreihe. Kramchef, cooles Pokémon. Schönes Bild. Schöne Farbunterschiede hier. Es könnte noch cooler sein. Es könnte ein bisschen aktiver sein, nicht nur da stehen. Aber ansonsten ganz hübsch. Ein anderes Felori, diesmal weniger hübsch, aber wenigstens so schön als Reverse. Okay. Das ist eine von den Karten, die man haben will. Maskagato X. Eine Full Art Karte. Funkelglitzer überall. Sehr schöne Karte. Sehr, sehr schön. Mit Sicherheit sehr selten. 2 goldene Sterne sehe ich hier unten. Und es ist nicht im Rare-Spot. Da kommt noch was. Das sind dann sowieso immer schon mal die wertvollen Secret Rare. Man sieht da unten 256 von 193. Sehr schön. Maskagato X, was kann das? 310 KP mit einer Fähigkeit Bouquet-Magie. Du musst eine Basis-Pflanzenenergiekarte aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel legen. Okay, das ist schon mal, man muss schon mal viel Energie holen. Um diese Fähigkeit einzusetzen, einmal während deines Zuges kannst du 3 Schadensmarken auf ein Pokémon der Bank deines Gegners legen. 3 Schadensmarken sind natürlich ein bisschen wenig, gerade wenn man ja aktuell oder heute davon ausgehen muss, dass die Gegner Pokémon ähnlich wie dieses hier haben und wenn du 300 KP mit 3 Schadensmarken loswerden willst pro Runde, dann bist du eine Weile beschäftigt. Könnte eher dabei helfen, irgendwelche nervigen Assist-Pokémon loszuwerden. Nicht schlecht, aber du brauchst halt eine Menge Pflanzenenergie dafür. Und 100 plus für 2 Energie. 2 Energie ist wenig, das ist immer gut. Kratzende Krallen. Wenn auf dem aktiven Pokémon... Warum ist aktiven groß geschrieben? Okay. Deines Gegners mindestens eine Schadensmarke liegt, fügt diese Attacke 120 Schadenspunkte mehr zu. Okay, da muss man gucken, dass man vorher diese 3 Schadensmarken, kann man die verteilen? Auf ein Pokémon, okay. Also dann kann man schon mal gucken, wenn das Pokémon vorbereitet wird, dass der Gegner später einsetzen wird, dass man da seine 3 Schadensmarken draufpackt. Und wenn es dann aktiv wird, kann man hier direkt 220 Schaden machen. Das ist natürlich nicht schlecht, für 2 Energie auch noch. Cool. Sehr schöne Karte. Gucken wir uns noch schnell die Rare an. Das ist ein Luxtra. Ja, schön. Schöne Perspektive. Mir fehlt so ein bisschen eine gute Lineart, die da raussticht. Aber ansonsten, cooles Bild. Luxtra auch einfach ein cooles Pokémon. Bevor ich jetzt aber weitermache, muss ich die Secret Rare in eine Hülle packen. Da will ich nicht, dass da irgendwas drankommt. Zack, jetzt habe ich hier nur so braune gerade.
Aber besser als nix. Und matt auch noch. Ich mag keine matten Hüllen. So. Tada! Sehr schön. Kommst mit hier hinten hin. Und dann geht's weiter. Zwei Booster habe ich noch. Habe ich die Hülle schon? Nope. Hier wieder ein bisschen Platz machen. Dann versuche ich die hier nochmal ein bisschen schön und sauber aufzukriegen. Yes. Nee. Du schaffst es. Komm raus. Yes. Sehr cool. Das hat richtig gut funktioniert heute mit den Hüllen. Da ist der Code. Vorletztes Booster für heute. Ich habe übrigens, by the way, noch vom Umzug habe ich neulich noch mal durch die Kisten gewühlt und habe da noch einen ganzen Haufen, was ist das, silberne Sturmwinde Booster gefunden. Die werde ich also demnächst auch mal öffnen. Zusammen mit dem Obsidian Flammenkarten habe ich jetzt gerade die Rare revealed. Ach, ich Idiot. Okay. Kann mich nicht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Wadribi, Lumispross, Frospino, Zwips haben wir schon gesehen. Kranchef, dies, das. Befehl vom Boss. Natürlich gibt's in jedem Set. Zack. Magnetilo als Reverse und wie eben schon gespoilert, Mimikma als Rare. Holo Rare. Habe ich natürlich noch nicht und ist ganz hübsch. Aber ein bisschen einfach, muss man sagen. Könnte interessanter Design sein. Und das letzte. Habe ich das schon? Ja, das habe ich schon. Letztes Booster. Zack. Einmal Code. Einmal weg. Einmal Energie nach vorne. Einmal alles zusammenschieben. Und Finale. Wadribi. Lumispross. Also dasselbe Booster wie vorher eigentlich. Wandelenergie habe ich immerhin noch nicht. Therapieenergie auch nicht. Zwei Spezialenergien in einem Booster. Das ist ja ganz cool eigentlich sogar. Wahlgürtel. Es kommen hier lauter Trainerkarten in dieser. Sproxy haben wir noch nicht. Sieht ganz cool aus. Gerade dafür, dass es so ein einfaches Pokémon ist. Aber auch hier wieder, ne? Ihr seht genau, was so die Kriterien sind. Deswegen ich das cool finde. Der Hintergrund ist sehr detailliert. Wenn man sich die Pflanzen hier hinten anguckt. Sehr detailliert gemacht, sehr schön gemacht. Und natürlich, wir haben auch wieder diesen Schatten von den Bäumen. Wir haben die Lichtflecken, die durch die Bäume durchkommen. Man sieht auch hier oben, diese Lichtstrahlen sind so ein bisschen angedeutet. Sehr cool gemacht. Sehr realistisch gemacht. Und ein Paldea-Tauros, ein Wasser-Tauros. Auch cool. Habe ich noch nicht. Vom Stil her ein bisschen einfacher wieder. Sieht man auch im Hintergrund, aber es passt im Hintergrund. Auch gut. Und letzte. Ein Gyarados. Keine besondere Karte oder so, deshalb nicht das U, sondern einfach, weil es sehr cool aussieht. Gerade Gyarados wird gerne mal so ein bisschen steif dargestellt, sieht hier gar nicht steif aus. Die Perspektive gefällt mir richtig gut. Es macht irgendwas, was könnte das sein? Lädt gerade einen Strahl auf oder so, vielleicht ein Hyperstrahl, wer weiß. Sieht auf jeden Fall schon alleine durch diesen Motion Blur im Hintergrund hier sehr dynamisch aus, das Ganze. Sehr coole Karte, gefällt mir sehr gut. Und das war die Top-Trainer-Box Entwicklung Paldea. Das nächste Mal machen wir, ich denke, ein paar von den silbernen Sturmwinde-Booster auf. Und ich habe noch ein ganzes Display. Obsidian-Flammen, da werde ich nächstes Mal mit anfangen. Aber vorher nicht vergessen, nächstes Video wird erstmal wieder gekocht. Wenn euch das nicht interessiert, einfach warten bis zum nächsten Video, wo dann die Karten ausgepackt werden. Ich habe alle meine Videos in zwei Playlists aufgeteilt, die ihr unten in der Beschreibung direkt als erstes findet, falls ihr nur Karten oder nur Kochen sehen wollt. Vergesst nicht, falls
ihr das mögt und weitersehen wollt, zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren, den ganzen Kram. Dieselben Aufrufe wie sonst überall. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis dahin.